Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Die kommende Aussage kann für dich oder eine dir nahestehende Person stehen. Das kann in romantischer Natur sein, es kann sich um dein Kind handeln, um deinen Partner, deine Partnerin, ein Familienmitglied, ein guter Freund, eine gute Freundin, jemand im Job. Im Grunde ist es egal. Hier geht es darum, dass man jetzt eine Entscheidung treffen muss, aber scheinbar tut man sich schwer. Der Grund, warum man sich schwer tut, ist, weil man ein gebranntes Kind ist. In der Vergangenheit könnte man vielleicht überstürzt entschieden haben, gehandelt haben, zu schnell vertraut haben und anschließend dann fallen gelassen worden, auf die Nase gefallen, übervorteilt worden. Also es gibt diverse Gründe, warum man jetzt Angst hat zu entscheiden. Der Schlüssel zu allem ist Zeit. Doch genau das macht einem große Sorge. Nur ein Beispiel. Wenn es jetzt bei dir in romantischer Natur ist, dann kann es gut möglich sein, dass die Person, mit der du es zu tun hast, sich jetzt wahnsinnig viel Zeit lässt. Und man weiß, es ist bereits unsagbar viel Zeit vergangen und man hat von dir eine Engelsgeduld verlangt. Die Angst, die diese Person jetzt hat, ist, dass du dich veräppelt fühlst, weil so viel Zeit vergangen ist und diese Person noch immer Zeit braucht, noch immer nicht geheilt ist, die Situation, in der er oder sie sich befindet, noch immer nicht so optimal ist, wie man sie gerne hätte, um dir dann eine Entscheidung zu nennen, seine, ihre Entscheidung zu nennen. Also auf der einen Seite braucht hier jemand noch mehr Zeit, obwohl bereits so viel Zeit vergangen ist, aber gleichzeitig macht es einem oder macht einem genau das große Sorgen. Was wirst du wohl denken? Du wirst dich doch bestimmt vergackeiert fühlen. Und die Person kann dir noch nicht mal sagen, warum. Vielleicht, weil auch das Teil des Prozesses ist. Also sprich, auch das braucht Zeit. Also selbst dir zu sagen, dass man mehr Zeit braucht, ist nicht möglich. Also muss man dich, warum auch immer, in der Schwebe lassen. Sprich, eine Person ist noch nicht so weit, muss über einen Schmerz, über eine Sache hinwegkommen oder muss eine aktuelle Situation heilen und muss dich auch noch warten lassen, mit dem dir zu erklären, warum man dich warten lässt. Also du siehst, die Situation ist sehr verzwackt und man steckt im Dilemma. Diese Person macht sich jetzt verrückt, was du wohl denken wirst. Du wirst das Gefühl haben, dass er oder sie dich betrogen hat, belogen hat, dich hinhält, Salami-Taktik mit dir betreibt. Aber zumindest den Karten nach, und ich kenne ja deine Situation nicht, und natürlich, klar, wenn du es tatsächlich mit einem Love-Scammer oder mit einem Betrüger, mit einer Betrügerin zu tun hast oder jemand, der ständig lügt, dann steht das jetzt hier nicht in Resonanz. Aber wenn die Person, mit der du es zu tun hast, eine sonst ehrliche, aufrichtige Person ist, dann ist das tatsächlich so, so wie es hier liegt. Dann ist es eine gute Person und diese gute Person mit eigentlich guten Absichten dir gegenüber muss sich jetzt so verhalten und fühlt sich dabei extrem schlecht, weil man weiß, dass du dich veräppelt fühlst. Und in dieser Rolle fühlt man sich nicht gut. Man fühlt sich nicht gut in der Rolle des, nicht ganz aufrichtig sein oder dieses ewige Schweigen, nichts tun, nichts sagen, weil man nicht kann, wie man gerne möchte. Und man kann dir noch nicht einmal sagen, warum. Auch da muss man dich im Dunkeln lassen. Ja, diese Rolle ist eine Rolle, die den Anschein erweckt, unzuverlässig zu sein, es nicht ernst zu meinen, nicht ehrlich zu sein, dich hingehalten zu haben, leere Versprechungen gemacht zu haben und. Aber wenn es in deinem Fall
wirklich eine aufrichtige Person ist. Und wie ich ja sagte, das kann romantischer Natur sein, aber auch jemand im Job, ein Kollege, eine Kollegin oder vielleicht ein Familienmitglied. Es kann im Grunde jeder sein. Jemand, der dir sehr nahe steht oder kann auch im Business sein. Aber diese Person muss scheinbar eine Situation erstmal in den Griff bekommen. Auch wenn es darum geht, sich auf dich und auf das, was du angeboten hast, wenn es darum geht, sich darauf einzulassen, dann hast du es hier mit einem stark gebrannten Kind zu tun. Diese Person scheint vor gar nicht so allzu langer Zeit extrem enttäuscht worden zu sein. Aber aufs Schlimmste, also den Karten nachzuurteilen, hat diese Person eigentlich die schlimmste Form des Betruges erfahren, wie man sie nur erfahren kann. Vielleicht hat man dir davon erzählt, aber vielleicht hast du nur eine Ahnung und vielleicht hast du sogar gar keine Ahnung. Aber darum schauen wir in den Karten. Diese Person hier kann darüber nicht reden. Es war so schlimm, was man hier erfahren hat, wie sehr man hier auf die Nase gefallen ist. Man braucht Zeit. Tja, und man kann dir noch nicht einmal sagen, dass man Zeit braucht. Auch das, wie ich ja sagte, gehört zum Prozess dazu. Aber dazu sind ja diese Tagesenergien da, um dir zu sagen, es ist nicht gegen dich gerichtet, es ist auch nicht persönlich gegen dich, sondern es hat mit der Person selbst zu tun. Er oder sie, um wen es sich immer auch handelt in deiner Situation, braucht tatsächlich Zeit und kann darüber noch nicht einmal reden. Es gibt Gründe dafür. Die sind ernst. Es sind ernste Gründe. Es sind keine imaginären Gründe. Ich habe auch nicht, dass diese Person es jetzt einfach nicht tut, weil man, keine Lust hat oder so. Nein, diese Person leidet tatsächlich noch unter dem, was gewesen ist. Und in einigen Fällen steckt man sogar noch mittendrin. Also, wenn du kannst und natürlich, wenn du möchtest, du hast ja einen freien Willen. Und wenn du weißt, dass du es hier wirklich mit einer guten Person zu tun hast und du spürst, dass keine böse Absicht dahinter steckt, sondern dass man tatsächlich nicht kann, warum auch immer, irgendwann wird man es dir erzählen, warum man dich hat warten lassen und warum man dir auch nicht sagen konnte, dass du warten musstest. Alles das zu einem späteren Zeitpunkt. Und wenn du alles das weiterhin akzeptierst, weil ich kann auch dich verstehen, ich sehe, die Karten sagen mir, dass du bereits in dieser Angelegenheit schon verdammt lang wartest. Also, wenn du noch weiterhin warten möchtest und zuversichtlich bist und an diese Sache glaubst, dann gib ihm oder ihr noch mehr Zeit. Jetzt möchtest du natürlich von mir wissen, wie geht's denn aus? Ich kann dir nicht sagen, wann deine Person soweit ist oder wann diese Situation soweit ist. Bei einigen, da bist es sogar du. Also, dass das, was ich jetzt hier gerade erzähle oder von der Person, von der ich erzähle, dass es dich persönlich betrifft. Aber ob du es bist oder die Person, mit der du es zu tun hast, Fazit ist, es kommt etwas Positives in Bewegung. Und es kommt zu einem Zusammenschluss. Es wird einen Vertrag geben, es wird eine Zusammenarbeit geben, es wird eine Freundschaft geben, eine Partnerschaft geben, ein Miteinander, es wird ein Zusammenfinden geben. Also was immer hier die gemeinsamen Ziele sind oder vor allen Dingen, was immer die Entscheidung ist, auf die du ja wartest, worum es bei euch beiden geht. Es wird dazu kommen, aber ich kann dir nicht sagen, wann. Und schon gar nicht, weil jeder von euch in einer anderen Situation steckt. Und wenn du es bist, die Person, die alles das durchgemacht hat oder am Durchmachen ist und jetzt dem anderen, der anderen nicht sagen kann, warum es so ist, wie es ist, und du musst schweigen und die Person im Glauben lassen, dass es vielleicht nichts wird oder vielleicht doch was wird, einfach weil du nichts sagen kannst. Vielleicht fragst du dich selbst, wird es denn dazu kommen?
Werde ich mich denn irgendwann dazu entschließen? Werde ich mich zusammenraufen? Werde ich das, was gewesen ist, überwinden? Werde ich vertrauen können? Wird es denn überhaupt klappen? Soll ich mich dafür entscheiden? Also zumindest sagen die Karten, es wird dazu kommen. Es kommt, auch in deinem Fall. Also wenn du die Person bist, es kommt positive Bewegung rein und es kommt, ich habe hier Partnerships and Alliances, also es kommt zu einem Zusammenfinden, ob es berufliche Natur ist, freundschaftliche Natur oder romantische Natur. Kann auch familiäre Natur sein, ja? Vielleicht geht es darum, dass du mit einem Familienmitglied irgendwas auf die Beine stellen willst und die Person oder dein, weiß ich nicht, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine, Onkel, Oma, Opa, wer immer das auch ist in deiner Familie, lässt dich jetzt zappeln und warten. Aber hier gilt auch, es sind keine bösen Absichten, sondern diese Person braucht tatsächlich noch mehr Zeit. Also, um wen immer es sich hier handelt, ob du es bist, die Person, mit der du es zu tun hast, ganz gleich in welcher Verbindung ihr steht, es kommt dazu. Nur braucht es noch mehr Zeit. Und es steckt keine böse Absicht dahinter. Zumindest nicht die Person, die hier liegt. Weil ich weiß ja nicht, mit wem du es zu tun hast. Das musst du dann für dich entscheiden. Wenn diese Person dazu neigt, nicht die Wahrheit zu sagen, dann ist das nicht die Person, von der ich hier rede. Denn die, die hier liegt, ist eine aufrichtige Person, die eigentlich sogar selber oft auf die Nase gefallen ist und vielleicht vor kurzem sogar auf die Nase gefallen ist. Also, gib ihm oder gib ihr noch mehr Zeit. Hier muss etwas heilen. Hier muss etwas in richtige Bahnen kommen. Aber zumindest hast du die Gewissheit, und darum geht's dir im Grunde, wann immer das auch dann sein wird, dass es dazu kommt. Das liegt da. Für alle, die hier in der Reisegruppe sind, es wird zu einem Zusammenschluss kommen. Zu einer Zusammenarbeit, zu einer Freundschaft, zu einer Partnerschaft. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Setze dir Ziele und glaube an dich. Du schaffst das. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann, deine Sensitiva.